Willkommen zur dritten und vielleicht letzten Episode 30 Minuten Hexenhelden und insbesondere Hexenjäger Only Kampagne mit der kleinen Ausnahme, dass legendäre und Kurfürstenregimenter auch erlaubt sind, aber bis die existieren. Es sind erstens nicht viele und natürlich die Starteinheiten, die dürfen wir auch haben. So ist die Regel in dieser Kampagne. Sieht allerdings momentan nicht gut aus. Übrigens, falls ihr den Kanal supporten wollt, lasst natürlich gerne das Abo da, den Daumen hoch, gibt auch ein Warmer News immer zu dem 40k Warmer, was bald rauskommen wird. Also meine ich, in circa anderthalb Jahren kriegen wir News oder natürlich den MMOGA Gaming Shop in der Videobeschreibung. Vielen Dank. So, immerhin haben wir überraschend wenige Kriege momentan und wir werden, oh, Wiesenland möchte einen Nicht-Angriffspakt haben. Den nehmen wir uns, dann kann ich nächstes Mal auch durch ihre Gegend durchgehen, ohne dass sie mir zu sehr auf die Nerven gehen. Und ja, Schutzbündnis möchte Wiesenland interessanterweise nicht. Macht aber auch nichts. Okay. Gottschrick ist unser General, hängt irgendwo rum. Wir könnten ihn auch nach Knorpeltal schicken. Döstu hängt da rum. Ich schicke Gottschrick bestimmt nicht zu nah da in die Gegend, sonst gibt es wahrscheinlich bald Probleme. Steingart kann bald endlich die erste Taverne bauen, um endlich Hexenjäger rekrutieren zu können. Wir sind in Zug 17. Die Vampirfürsten rücken immer weiter vor, sind im Krieg gegen Avaland und haben Stärkerang 16. Damit gehören sie zu den Top-Fraktionen. Insbesondere die Fraktion, die wir gerade sehen. Nein, der Sylvania wird hier als 16. Arguelon 14, ja klar. Die zwei Fraktionen links und rechts neben mir sind mit Abstand die stärksten. Und dadurch, dass ich keine Re Regimenter so richtig rekrutieren kann, sind wir nicht in der Lage, unsere Verbündeten richtig zu unterstützen. Ich meine, Vlad von Karstein zusammen mit Isabella von Karstein sind wahrscheinlich schon alleine, um meine gesamte Armee auseinanderzureißen in kleine, handliche Stückchen. Deswegen gehen wir mal nach Pfahldorf und sorgen dafür, dass die öffentliche Ordnung auf plus 3 geht. Das ist das, was Balthasar Geld hier machen kann. Obwohl, wir könnten vielleicht auch sagen, hey, wir schicken mal Gotrek hoch in den Norden. Wir sollten doch noch eine Region von Festus plündern. Oder? Plünderer, wie viele Züge haben wir noch Zeit? Es gibt keine Limitierung momentan. Kriegen wir noch plus 40 Beziehungen mit Reikland? Was echt eine gute Sache ist. Ja, okay, Gotrek. Mach das mal. Mach das mal. Geh dahin. Wir haben ja mittlerweile überall ausreichend gute Beziehungen und militärischen Zugang. Okay, Zug 18. Kriegseifer brauchen wir eh nicht, weil wir kämpfen nicht. Ach, es gibt schon wieder Ärger. Krugenheim zurückfordern ist eigentlich das, was man traditionell macht. Ja. Wie sieht's mit Ostland aus? Gibt's die noch? Wo ist Thalabergland? Thalabergland ist doch hier, eigentlich in der Gegend. Irgendwie sehe ich. Ah, hier ist Krugenheim. Krugenheim wird an Thalabergland zurückgegeben. Ach so. Gibt es überhaupt noch eine andere Fraktion? Okay. Wir fordern zurück. Ach, Morslieb, diese Effekte sind so kacke. Ich meine, was soll denn das? Da kommt das einfach aus dem Nichts und es nervt nur und hat irgendwie keinen richtigen Roleplay-Effekt. Krugenheim. Naja, immerhin finden die mich gut. Ich meine, überraschend viele Imperiumsfraktionen sind noch existent. Also könnte insofern schlimmer sein. Zug 18, wir leben noch. Es wird wahrscheinlich bald Zeit. Okay, Falldorf kann aufgelevelt werden. Das ist gut. Machen wir instantan. Und Steingart kann nun endlich Hexenjäger haben. Und auch gleichzeitig die anderen Truppen, die wir rekrutieren dürfen. Also entweder wir gehen hier rauf und kriegen nochmal einen Hauptmann des Imperiums, oder wir nehmen den Kriegerpriester. Und tendenziell bin ich mehr für Kriegerpriester. 2900. Dann wird zwar Steingart nicht sonderlich gut verteidigt, aber ich mache mir keine Illusionen. Wir sind nicht in der Lage, in irgendeiner Art und Weise irgendwas zu halten. Falls gegen die KI kommt mit einem Fullstack oder tendenziell zwei Fullstacks, sind wir sofort tot. Ja, das ist 100%ig sicher. Okay, was macht Felix? Felix geht hier durch die Gegend.
Oh, das ist an. Das ist nicht der Vlad von Karstein Stack. Das ist ein anderer Full Stack. Okay. Ah, das ist der Vlad von Karstein Full Stack. Alles klar. Wir scouten so ein bisschen durch die Gegend. Fraktion angetroffen. Knochenklapper. Oh Gott, die sind echt schon ziemlich weit vorgedrungen. Es ist auch eine Hauptfraktion. Immerhin, also ist mal eine etwas andere Art von Kampagne. Wir kämpfen bisher noch nicht, aber ich gehe davon aus, das wird sich früher oder später ändern. Immer noch minus 19 für öffentliche Ordnung. Hier ist schon krass. Zug 19, um Himmels Willen. Thalerbeckland bietet mir eine Konföderation an. Das machen wir natürlich nicht. Wir können ihn ja gar nicht retten. Thalerbeckland hat eine einzige, zwei Provinzen irgendwo im Nichts. Ja, herzlichen Dank dafür. Rang bei Rekrutierung für Krieger, Priester und Hexenjäger plus 3. Würde 7 Züge dauern, bis wir den haben. Die Großherden kommen auch noch dazu. Müsste man mal aktiv im Hintergrund. Oh, Wiesenland breitet sich ein bisschen aus. Das ist schön zu sehen. Sollen wir da noch ein bisschen warten? Okay, 3 Züge dauert es, bis wir den Kriegerpriester rekrutieren können. Und ein Zug bis Hexenjäger. Das heißt, wenn wir jetzt 7 Züge warten, kriegen wir direkt aufgelevelte Kriegerpriester. Und das ist, glaube ich, echt nicht übel. So, was machen wir hier beim Knorpeltal? Wir könnten hier auf Wachstum plus 20 gehen. Dann könnten wir hier auch eine zum Beispiel ein Wachhaus reinbauen, das uns nichts bringt, wenn ein gegnerischer Fullstack kommt. Das ist ein guter Plan. Trinkstube für plus 4 bringt uns auch nichts wirklich, was öffentliche Ordnung angeht. Straßen kann man erst ab Level 3 machen für echt geringe Boni. Wundert mich schon so ein bisschen. Also wir können den Hof nehmen, plus 500 oder das Weberhaus. Ich meine, was will ich denn hier machen? Mittelfristig. Kriegerpriester nochmal reinblobbern. Ja, ist okay. Hier den Stoßzahnmarkt aufbauen. Können wir insgesamt 45 von denen bauen. Ist nicht schlecht. Warum kann ich den eigentlich nicht bauen? Hä? Achso, ich kann ihn hier bauen. Ja, den bauen wir natürlich sofort. Und wir bauen auch mal ein bisschen mehr Wachstum, damit wir auch so schnell wie möglich weitere Gebäude hier reinstellen können. Steingart können wir eigentlich ebenfalls aufbauen. Denn wir haben noch einige Ausbaustufen für Pfeildorf. Es muss noch auf Stufe 4 und auf Stufe 5 gehen. Gut. Gotrek geht mal weiter. Abeland lebt noch. Marius Leitdorf ist noch nicht tot. Stirlin ist auch noch nicht tot. Alberich Haupt Andersen. Ich bin ein... Oh, Ostland. 4,2. 4,2 auf den Nicht-Angriffspakt. Das bedeutet, sie sind schon so ein bisschen verzweifelt. Aber es wundert mich, dass das Imperium dann doch nicht richtig drauf geht. Irgendwie hängen die immer noch an einem Faden. Aber ich habe gehört, es liegt daran, weil... Also gut, man, eigentlich geht es nur um Hauptfraktion. Dass Hauptfraktionen von der KI nicht gerne getötet werden. Ja, die KI macht das nicht so gerne. Okay, irgendwann müssen wir dann nach Knorpeltal und dort eine Rebellion niederschlagen. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Ist an sich auch nicht so tragisch. Okay, Dr. Festus will wahrscheinlich Krieg oder Geld. Tja. Ich habe keine Lust mit Dr. Festus, sonst kommt er zu mir. Deswegen kriegt er 800 Gold. Okay, wir sind in Zug 20 angekommen. Theodorik Gausser von Nordland schloss sich euch bei einer todsicheren Investition in ein paar Lagerhäuser in Marienburg an. Aha. Die wurden über einem Rattennest gebaut. Aha, schlussendlich muss das ganze gesamte Gebiet abgerissen werden. Die Investition zurückzahlen. Naja, Geld habe ich ja immerhin genug. 800 Gold Schatzkammergeld. Soll's. Gut, Felix ist hier. Okay, die Vampirfürsten kommen wieder näher. Stirland ist mit der Fullstack-Armee da und wenn Avaland.
Schwabeland irgendwo noch ein Full, wo ist der Fullstacker hier? Wenn die sich zusammenstellen, setzen würden, würden sie wahrscheinlich in der Lage sein, auch Vlad von Karstein umzubringen. So wäre jedenfalls meine Hoffnung. Aber was ist da los? Ach, das ist das Gebiet der fruchtbaren Chaoskrieger. Da will ich ja hin. Die möchte ich ja plündern. Gehen wir dann im nächsten Zug hin. Die Fruchtbaren hängen hier mit Dr. Festus rum. Ziemlich großer Stack. Das tut schon ein bisschen weh. Knoppeltal kann ein bisschen ausgebaut werden. Ansonsten allerdings nicht viel los. Zwerge, wie geht's euch? Finden mich eigentlich ganz gut. Plus 17. Tendenz steigen. Ist irgendjemand da draußen verzweifelt? Die Antwort lautet nein. Gerade nicht. Wir kriegen immer noch sehr schönes positives Gold. Godric und Felix ist immer noch für eine Weile her. Und Balthasar Geld darf weiter hier rumsitzen. Sollen wir das Knorpeltal ausbauen? Ja, ich meine, warum nicht? Jetzt können wir tatsächlich unsere ersten Hexenjäger rekrutieren. Aber wir lassen es. Kontrolle plus 4, nicht schlecht. Wir warten, bis wir den Level 3 Bonus bekommen haben. Das habe ich noch nie getan. Solche Arten von strategischen Entscheidungen zu treffen und wirklich mal darauf zu warten, irgendwas erforscht zu haben. Ich verstehe auch ein bisschen, warum man eher diese Total War Kampagnen spielt, dann ist mehr los als in so einer anderen limitierenden Kampagne. Da merkt man erst, wie wenig auf der Karte tatsächlich passiert. Auf jeden Fall Steamroll die KI. Irgendwie oh, da ist der Wechselbalg. Ugh. Okay, ist das jetzt? Genau, hier ist das Gebiet der Fruchtbaren. Und jetzt kann ich das Ding hier plündern. Oder? Überfallt eine Region der folgenden Fraktion Reikland. Die Fruchtbaren oder Schwarzgrubenstamm. Ist das jetzt Stellung plündern? Schon das Richtige, oder? Die Fruchtbaren werden tatsächlich gerade irgendwie zurückgedrückt, habe ich... Ne, wo sind die? Ach ne, da hinten. Ah, okay. Zurückgedrängt ist was anderes. Meine Güte, dieses Gebiet ist riesengroß von Talapheim. Ah, zu blöd, dass sie alle tot sind. Okay, Mittelland. Oh, ist wieder da. Mittelland ist wieder da und ist bald tot. Handelsabkommen, mhm. Militärischer Zugang und gebt mir nochmal 1400 Gold. Ich meine, das Geld von ihnen kommt ja eh aus dem Äther. Ich glaube, die Fraktionen haben nicht wirklich irgendwas so wie ein... Ich habe mal gehört, dass sie sowas wie so eine Art Budget haben. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so wirklich irgendeine Art von Bedeutung hat. Die KI oder die sich bei Bedarf dann einfach das Geld wieder aus den Fingern saugen kann. So, das Knorpeltal dann noch vielleicht mal aufleveln. Ich meine, wenn wir beim maximalen Wachstum angekommen sind, brauchen wir das andere Gebäude nicht mehr. Bis jetzt dauert es 20 Züge. Wenn wir das Ding... Halt, Moment mal. Wir hätten ja jetzt die Möglichkeit nochmal in einen Rat der Kurfürsten. Das wollen wir nicht. Wir könnten uns mit den Zwergen gut stellen. Das wäre, glaube ich, nicht übel. Holen wir uns das einmal rein. Wo ist eigentlich Felix? Der hängt hier hinten rum. Oh, meine Güte. Das ist Azak. Azak, der Vernichter mit einem War. Die Grünhäute sind immer mit dem riesen War unterwegs. Ist absolut katastrophal. So, 22. Zug. Wir wollen Migration plus 15 für wie viele? 3 Züge. Her damit. Und wir haben nun... Es hat geklappt. Plus 40 Beziehungen mit Reikland, plus 450 und plus 50 Beziehungen mit Zwergen. Erstaunlich, erstaunlich. Geistliche von Sigma machen wir jetzt natürlich allerdings weiter. Godric verdient hier eh kein... Oh! Die Vampirfürsten... Was? Hä? Das finde ich schon... Ach so, nee, ich dachte...
Wurtbart wäre in der Hand von Festus gewesen, aber es stimmt nicht. Das ist jetzt in der Hand der Vampirfürsten. Die haben es erobert und haben direkt wieder einen Full Stack hier drin. Hat Siegfried von Drag das alleine das erobert? So sieht's wahrscheinlich aus. Könnte Gottrick es alleine zurückerobern? Wahrscheinlich nicht. Nun gut. Nun gut. Wir gehen mal wieder woanders hin. Komme ich hier raus? Zum Beispiel Richtung Flensburg? Geh nochmal Richtung Camperbad. Oh. Da ist der Wechselbalg mit dem anderen Fullstack. Ich fürchte, Gottrick wird unter Umständen nicht mehr lange da sein. Es ist erstaunlich, wie viele Armeen Creative Assembly hier überall reingepflackt hat. Weiter geht's. Okay, wie sieht's aus? Hirschburg zurückfordern. Ach so, jetzt verstehe ich, wann es eigentlich kommt. Das bedeutet, Middenland ist ja davor vernichtet worden. Hier, das ist Middenheim. Okay, geben wir Hirschburg mal zurück. Und dann erscheint Middenland wieder da. Und dann, okay, Stirling ist mal wieder vernichtet. Ich glaube, zum ersten Mal vernichtet. Und können wir dann... Na, okay, das neue Middenland ist irgendwie noch nicht da in meiner Liste. Die wollen bestimmt meine Freunde werden. Die besten Freunde. Okay. Wo ist Felix? Hier hängt gerade Felix rum. Die Grünen heute sind natürlich vollkommen beste Freunde mit Vampirfürsten und Waldelfen und allem anderen. Alle hassen nur das Imperium. Ach Gott, wie alle das Imperium hassen. Wo sag ich Gottrick? Hier. Da hängt er gerade rum. Moment. Ich habe noch kein Zugangsabkommen mit... 1488 für militärischen Zugang. Seid ihr bescheuert? So, immerhin werden die Beziehungen immer noch besser. Das heißt, ich kann es mir erstmal sparen. Vielleicht will dann irgendwann mal... Reichland mit mir konföderieren. Flensburg ist jetzt auch platt. Alles klar. Aber Averheim lebt noch. Immerhin die Zwerge müssten mich langsam aber sicher immer besser finden. Und dann noch bald Handelspakte anbieten. Was sehr, sehr gut ist. Es gibt mir nochmal extra viel Geld. Auch wenn ich damit momentan nicht viel anfangen kann. Okay, aber Faldorf kann leveln. Jetzt ist zum Beispiel die Möglichkeit für einen Kampfzauberer. Mhm. Oder noch mehr Schreine Sigma für noch mehr Flagellanten. Ja, wie wäre es eigentlich? Stellt Garnison bereit. Einen Feuerzauber kriegen wir dann ebenfalls. Wenn wir das ganz da oben haben, Heldenkapazität plus 1 für Kriegerpriester. Naja, immerhin. Immerhin. Ja, holen wir uns Zauberer. Wir könnten auf jeden Fall noch mehr Zauber gebrauchen. Das bauen wir auch noch aus. Noch 4 Züge. Können wir gegen irgendjemanden in den Krieg ziehen? Das müssen ja eigentlich fast die Vampirfürsten sein. Die haben Stellkrank 15. Ansonsten, Knochenklapper, blutige Hand, Sylvania, Clan Angrund, Arquilon, die nördlichen Provinz, Reichland auf 42. Immerhin nur so stark wie... Alle sind nur im Kampf gegen Ordnung, gegen böse Fraktionen. Das ist eine Sache. Ich glaube, die könnten vom Balancing her... echt noch ein bisschen besser gemacht werden, weil warum um alles in der Welt sollten die in Anführungszeichen bösen Fraktionen oder die Chaos-Fraktionen nicht gegenseitig miteinander im Krieg sein, insbesondere Vampirfürsten. Die sind nicht bekannt davor, für das Chaos gut zu finden. Echt nicht. Und die Grünen heute, ich meine, verbünden sich eigentlich mit niemandem, die Waldelfen auch nicht, und dennoch gibt es diese starken Fronten. Ich fände das richtig gut. Ich glaube, das wäre etwas, was die Kampagne deutlich besser machen würde momentan. Ja. Und das würde auch dafür sorgen, dass das Imperium nicht immer die einzige Fraktion ist, die absolut geclusterfuckt wird von allen anderen. Das Imperium hat auch deswegen ein bisschen ein Problem, weil sie No-Name-Fraktionen sind zum Großteil. Also eigentlich sind alles No-Name-Fraktionen, abgesehen von dem Goldorden. Und... Reichland hier im Zentrum. Wobei der Goldorden, ja, ist schon. Okay, was ist das? Okay, geborgene Beute. Bla 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 bla. Ihr schickt eure Gefolgschaft
Es hat Reikland gehört. Den Schatz nehmen. Lehenstreue von Reikland minus 1. Bringt mir das irgendwas? Wir können ihn zurücklassen. Konzentration auf Kampf. Drei Züge bis zur Rekrutierung unserer Helden. Können wir dann in die Offensive gehen? Ja, es muss. Kriegen wir damit die unendlichen Horden der Vampirfürsten kaputt? Ich meine, wir könnten zum Beispiel dann anfangen mit den Hexenjägern und den Kriegerpriestern. Warrior Priest of Tal, interessant. In drei Zügen geht alles los. Wo ist euch Gotrek? Hier hängt er gerade rum. Hier hängt er rum und zerfällt vor sich hin. Eindringling, Vlad von Karstein findet es nicht gut. Er kommt immer näher. Ich kann nur hoffen, dass Reikland dann genug Kraft hat, zusammen mit Wiesenland und Averland Vlad von Karstein zurückzudrängen. Ja, beim nächsten Mal level ich den Hauptmann auf Training, weil das hätte uns jetzt, glaube ich, mit der Zeit richtig viel extra gebracht. Im Zug 25 wurde Talabekland vernichtet. Mal wieder. Kampagnensichtfeld für Baron Harkon. Averland lebt noch. Felix, wie sieht's mit dir aus? Okay, Gotrek hängt da hinten rum. Wir gehen weiter in diese Richtung. Nuln lebt noch und mach. Oh. 119 Stärke Rang Tiermenschenarmee. Karagirn möchte jetzt endlich ein Handelsabkommen. Sehr, sehr schön. Und sie wollen mir unbedingt noch 2000 Gold geben. So, jetzt beginnt langsam der wirtschaftliche Boom und die Liebe der Zwerge zu uns. Wir brauchen insgesamt noch zwei Züge, bis wir endlich unsere Armeen bauen können. Level up für Baron Harkon. Diesmal gehen wir auf Kampftraining. Damit du den Leuten mal ein bisschen Erfahrung gibst, während die hier rumhängen. Wollen wir diesen Dotterbach belagern, die gerade? Na. Aber ihr seid ja schon. Seid ihr unsere Verbündeten? Geht so, die sind nicht mal im Kampf mit den Tiermenschen. Okay, ich sehe schon. Das heißt, wenn wir die Tiermenschen jetzt angreifen würden, während sie gerade die Region von Wiesenland plündern, würde es wahrscheinlich dazu kommen, dass Wiesenland gegen mich kämpft, zusammen mit den Tiermenschen. So wie es Tradition ist im Rahmen der Total War Warhammer Kampagne. Schon interessant. Schon interessant. Okay. Gut. Aber ist halt so, ne? Das ist überraschend. Zwei neutrale Armeen, wenn du einfach gegen eine andere Armee kämpfst und eine neutrale Armee liegt daneben, dann. Oh, in 13 Zügen kriegen wir hier den nächsten Level ab. Knorpeltal ist bei 0 öffentlicher Ordnung angekommen. Das ist auch interessant. Geld haben wir mittlerweile genug. Das heißt, den Hof könnten wir einmal bauen. Handelseinkommen plus 1000. Nicht übel, nicht übel. Oh, da habe ich. Oh, die Tiermenschen erklären mir den Krieg. Und zwar wollen sie jetzt Gotrek angreifen, nicht wahr? Ja. Gotrek, der Slayer-König. Ja. Gotrek hat überlebt, interessanterweise, aber es ist eine entscheidende Niederlage und er ist tot. Ja. Gotrek hat überlebt, aber er hat nicht überlebt. So ist der Gang der Dinge. Die Vampirfürsten haben das gesamte Gebiet. Oh, Schwarzgrubenstamm, die No-Name-Grünhäute sind vernichtet. Gotrek ist nun ein furchtloser Abenteurer. Die Mächte verbessert ein beliebiges Siedlungsgebäude auf Stufe 5. Immerhin. Nicht schlecht. Okay, die Vampirfürsten sind mittlerweile überall. Die Grünhäute sind aus dieser Region vertrieben worden, weil die Vampirfürsten No Name sich verbreitet haben. Reikland ist passiv wie eine Gurke und macht gar nichts. Möchte allerdings jetzt handeln. Und das machen wir sehr gerne. Oh, meine Güte. Ostland möchte unbedingt mir 2354 Gold geben.
Herzlichen Dank. Kann ich sehr gut gebrauchen. Das bedeutet, Ostland ist jetzt auch gleich tot. Mal wieder. Ich habe das Gefühl, die sterben immer wieder. Also vielleicht sterben sie nur langsam. Killing them softly. Noch ein Zug. Dann sind wir endlich soweit. So, die sind jetzt mit mir im Krieg. Kann ich euch irgendwie... Minus 18, haben die keinen Bock. Was das, wenn wir beides machen? Minus 16. Findet ihr kacke? Ich finde die unglaublich kacke. Ich könnte hier sagen, okay, gegen Sylvania gehe ich in den Krieg. Und okay, immerhin Sylvania. Sylvania ist echt immer so selektiv im Krieg gegen eine einzelne Imperiumsfraktion. Und im Rest des Imperiums vollkommen scheißegal. Vollkommen scheißegal, dass da alles in Stücke gerissen wird. Ja, okay, Leute, was willst du machen? Ja, was willst du machen? Deine befreundeten imperialen Freunde unterstützen. Okay. Vlad von Karstein ist überall Kurfürst. Das ist ziemlich beeindruckend. Und Festus, das ist eine echte Klasse. Und Middenland. Oh, oh Gott. Mein Gott, Rick kann auch gar nicht gemacht werden. Ah, ist das geil. Oh, Aberheim ist jetzt überrannt worden. Es sind da nur zwei Fullstacks, ne? Ja gut, aber wir haben gleich Hexenjäger. Dann wird alles besser. Im nächsten Zug wird alles anders. Okay, jetzt beginnt die Kampagne so richtig. Die Geistlichen von Sigma sind erforscht worden. Und nun können wir auf plus 5 Nahkampfangriff bei Kampf gegen Vampirfürsten, Vampirküste und Gruftkönige gehen. Denn das sind nämlich genau die, gegen die wir nun in die Schlacht ziehen müssen. Der Vampirkonflikt beginnt. Zeit, ein paar Helden zu rekrutieren. Hexenjäger, zuversichtlich oder majestätisch. Kontrolle plus 4. Monsterfährten, Laser, Kampagnensichtfeld plus 10. Das ist alles ziemlich wertlos. Meine Güte, Kampagnensichtfeld plus 10%. Immerhin. Oh, Level 6 Hexenjäger. Führerschaft plus 2 für die Armee. Kontrolle plus 4. Nehmen wir mal den hier einmal rein. Dolph Ramuldus. Was darfst du kriegen? Er muss natürlich ein Nahkampfspezialist werden. Anschuldigung, auch nicht schlecht. 35 Sekunden können wir mal geben. Und er muss überleben. Er muss einfach überleben, so lange wie möglich. Geschossstärke ist eigentlich so schon richtig gut. Die Problematik der Hexenjäger ist, sie sind wachsweich. Und deswegen brauchen wir Nahkampfabwehr. Nahkampfabwehr, dass es uns zum Arsch rauskommt. 46 Nahkampfabwehr ist schon mal deutlich am Leben bleibender. Oh, was? Das ist schon die maximale Einsatz. Okay. Ja, schade, so ein bisschen. Hätte vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr erhofft, was das Level angeht und was die Anzahl an Kriegern angeht. Okay, wir nehmen Schutz. 111 Rüstung ist nicht schlecht. 30 Nahkampfabwehr ist natürlich einfach gar nichts. Und er stirbt instantan, sobald irgendjemand ihn nur anpustet. Deswegen bekommt er jetzt auch nochmal direkt seine Boni. Haben wir noch mehr Helden? Oh ja, jetzt. Nochmal ein Kriegerpriester. Willkommen. Leider haben wir noch keinen Hammer des Sigma, dafür müssen wir noch ein kleines bisschen warten. Aber besser als nichts. Plus Nahkampfabwehr, plus Nahkampfabwehr. Kriegen wir noch einen haben? Erst in der nächsten Runde. Okay. Immerhin. Jetzt wird unsere Armee doch langsam, aber sicher in der Lage sein, jemanden umzubringen, oder? Vielleicht den ganzen Fullstack von Liesel Glanz. Der hat ja nur Skelettspeerträger drin. Bei dem geht vielleicht was. Außerdem dürfen wir noch Kurfürstenstaatstruppen rekrutieren. Einmal Speerträger. Die sind ja auch noch erlaubt. So, dann gehen wir auf Eliminierung der Untoten, um unsere Armeen ein bisschen zu optimieren. Und hoffen das Beste. Und da sind wir. Kurfürstliche Gier. Minus 2 Kontrolle, menschlicher Konflikt, minus 10 Führerschaft beim Kampf gegen Menschen. Naja, machen wir mal die Kontrolle, minus 2.
Avaland. Oh, Avaland hat sich gerade verrissen. Leider ein kleines bisschen zu spät, um sie zu retten. Das ist ungünstig, ne? Ungünstig, aber okay. Kriegen wir hin, oder? Was erforschen wir? Grundherrschaft. Das ist in Ordnung. So, können wir noch mehr Helden rekrutieren? Ah, wir können jetzt sogar auch die Zauberer rekrutieren. Das ist sehr, sehr gut. Welche brauchen wir? Naja, in dieser Mission. Amethyst-Zauberer, Monsterjäger, entschlossen, Führerschaft, Nahkampfangriff, Monsterpferdenleser, intelligent, das taugt alles nicht. Eigentlich sind Heiler in dieser Situation, glaube ich, ideal. Solange die nicht sterben. Solange sie nicht sterben, sind die ideal. So, blühendes Erdenblut, ja. Die nehmen wir so mit. Okay. Haben wir noch mehr? Noch mehr Heldenjäger? Leider nicht. Aber ein Zauberer kriegen wir noch dazu. Wie wär's mit nochmal einem Helden? Ich meine, mit der heilen kann. Eigentlich ist es das, was wir brauchen. Alles andere taugt ja eigentlich nicht wirklich was. Wir brauchen die maximale Heilung, die wir kriegen können. Und Bewohner der Tiefe hat sie übrigens auch. Und was sind die Alternative? Himmelszauberer, der auf den Gegner von oben runter spuckt. Mit seinem. Oh, der hat plus 25 nach plus 5 Nahkampfabwehr. Ist doch nicht so gut. Himmelszauberer, der die ganze Zeit Uranons Donnerkeil runterholt, ist auch nicht übel, wenn der Gegner anfängt zu blobben. Aber dafür haben wir eigentlich die Bewohner der Tiefe, aber der ist halt schon sehr, sehr teuer. Ein Himmelszauberer. Führerschaft aggressiv. Und dann hätten wir nochmal ein bisschen Damage, den wir günstig machen können. Aber der günstige Damage, den haben wir eigentlich auch hier mit dem anderen Typen. Oder wir wollen unsere Gegner erstmal killen. Bauzeit minus 25% bringt uns eh nichts, weil wir eh nicht durch die Gegend laufen. Aber wir holen uns auf jeden Fall mehr. Holen wir uns, ja, nochmal ein Jadezauberer. Können wir noch schneller heilen. Und hoffen, dass das eine gute Idee war. So, Erweckung des Waldes. Blühendes Leben. Warum kriegt er eigentlich nur Level 2 und nicht Level 3? Oh, wir können nochmal einen Kampfzauberer rekrutieren. Na, jetzt können wir eigentlich mal versuchen. Nochmal einen, diesen Zauberer für den direkten Schaden zu machen. Nehmen wir ihn hier dazu. Seelenraub und Lebensentzug. Können wir nochmal einen Kampfzauberer rekrutieren? Wie viele gehen denn davon? Es geht nochmal einer. Das ist jetzt schon so ein bisschen überraschend. Nahkampfangriff plus 2 für die gesamte Armee. Ja. Nehme ich mit rein. Wildes Herz. Okay. Maus der Krähen. Wie viele Zauber habe ich denn hier? Oh, das war's. Das war's. Okay. Das nenne ich doch mal einen Kampfhaufen. Das nenne ich doch mal einen Haufen an Kämpfern, die vielleicht was erreichen können. Und damit können wir nun in die Schlacht gegen die Vampirfürsten gehen. Nein, immerhin, ein paar Kriegerpriester. Die haben leider noch keine geilen Skills. Die kommen erst noch. Aber ich glaube, damit kann die Schlacht beginnen. Insbesondere wenn Felix noch dabei ist, der um sich herum Schadensresistenz gibt in gelegentlichen Abständen und um sich herum Regeneration verursacht, wenn er geheilt wird. Ja, es sind leider nur zwei Verbündete in Reichweite, die davon profitieren, aber besser als nichts. Dann hält die Armee vielleicht sogar was aus. Okay. Und ich hoffe, so wird es sein. Was machen die Waldelfen? Immerhin sind die im Krieg gegen den Stamm der blutigen Axt. Naja, Talabeckland ist wieder zurück. Und ist verzweifelt, möchte unbedingt ein Handelsabkommen. Gib mir 2700. Wahnsinn. Gib mir insgesamt 4151 Gold. Fantastisch. Und die nördlichen Provinzen von Katai möchten gerne auch handeln. Ja, nehmen wir mit. Und haben wir noch irgendjemanden? Ah, Nordland.
Nordland wird langsam verzweifelt. Wir nehmen die 500 Gold auch noch mit. Wunderbar. Okay. Damit haben wir immerhin einen Sack voller Geld. Und können die Schlacht beginnen. Wir können noch einen weiteren Kommandanten rekrutieren, der dafür sorgt, dass die öffentliche Ordnung, hier Kontrolle Provinz plus 4, den nehmen wir uns. Jägergeneral. So, der kann immerhin hier bleiben und dafür sorgen, dass die Kontrolle oben bleibt. Eigentlich kann ich nochmal Helden rekrutieren, noch mehr Generäle. Kommandanten ein bisschen mehr aus dem Arsch rauskommen. Aber die maximale Anzahl an Kommandanten ist hier schon rekrutiert. Aber hier noch nicht. Nochmal ein Erzlektor. Wie wäre es damit? Aggressiv. Plus 8. Waffenstärke plus 10%. Das ist alles extrem wertlos, aber hey. Ich nehme es mal mit. Feldherr hat 45 Nahkampfabwehr, Erzlektor hat 55 Nahkampfabwehr und mehr Rüstung und nachher die geileren Skills. Dann nehmen wir den hier mit. Und dann nehmen wir hier nochmal einen mit. Wisst ihr was? Wir holen uns Helden und Erzlektoren, dass sie uns zum Arsch rauskommen. Das wird krass, Leute. Das wird richtig, richtig krass. Ich bin sehr gespannt, ob wir mit diesen Armeen wirklich den Untoten ein Ende setzen können. Ich bin ganz zuversichtlich. So, damit sind wir in Zug 29. Oh, Hamstermann wird krank, das ist extrem schlecht. Ja. Ostland ist natürlich vernichtet. Zum Glück haben wir aus denen noch so viel Geld wie möglich rausgezogen. Aber wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. Wir sind ja schon bei der 36-Minuten-Marke. Unsere Armee steht praktisch bereit. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir Vlad von Karstein und seinen Killern hier damit Paroli bieten können, Leute. Wünscht uns Glück. Wir haben eine ganze Menge an ziemlich heftigen Helden, in denen sich eine Menge Hitpoints verstecken, die wir dann außerdem noch mit unseren Heilzauberern weiter erhöhen können. Heldenjäger können wir keine mehr rekrutieren für die nächste Runde. Aber Kommandanten gehen noch. Oh ja, das ist eine Armee aus Erzlektoren. Scheiße, das wird irgendwie schon ziemlich geil. Ich freue mich ein bisschen drauf, insbesondere auf Felix. Aber das sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.